Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Gerlings, was für eine unverschämte, arrogante und faktenfreie Wahlkampfrede, die Sie hier eben gehalten haben. Es sind ja nicht nur die Berichte in der Zeitung, die wir alle gelesen haben, sondern auch die Fakten belegen ja genau das, was der SPD-Kollege gerade auch dargestellt hat. Ich habe hier eine kleine Anfrage mitgebracht von meiner Kollegin aus dem Deutschen Bundestag, Irene Mialisch, selber Polizeibeamtin, kommt aus Nordrhein-Westfalen, kann ich Ihnen gleich gerne noch mal geben. Da stehen die Fakten drin. Also insofern halten Sie sich bitte an die Fakten. Ich finde, wenn man Politik macht, gerade Innenpolitik, so ein sensibles Themenfeld, dann sollte man sich bitte schön die Fakten hier auch zu angucken. Und aus der Kleinen Anfrage geht doch sehr deutlich hervor, dass die Wachen der Bundespolizei auch in Nordrhein-Westfalen unterbesetzt sind, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, hier aber überproportional stark. Die Kleine Anfrage ergibt, dass allein 12 Bundespolizeireviere im Jahr 2016 unterbesetzt waren. Und ich glaube, es ist allen klar, was für Folgen das dann eben auch hat. Dass es natürlich Probleme bei der Gewährleistung von Sicherheit in den Bahnhöfen gibt, aber auch, dass natürlich diese Unterbesetzung auf dem Rücken der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ausgetragen werden, wenn da eben nicht 6 Leute sitzen, sondern nur 2 Leute auf der Wache sitzen, ist klar, dass die mehr machen müssen, dass der Einsatz gefährlicher wird. Also insofern muss es doch auch in Ihrem Interesse sein, darüber zu diskutieren, wie man den Bund dazu kriegt, endlich ein richtiges Personalkonzept auf den Weg zu bringen und dafür zu sorgen, dass mehr Personal auch hier in Nordrhein-Westfalen eben ankommt. Und ich will noch mal daran erinnern, wer eigentlich in den letzten 12 Jahren den Bundesinnenminister gestellt hat. Ist ja niedlich, wenn auch Herr Lübcke darauf hinweist, dass irgendwie die SPD in der Regierung ist. Das stimmt zwar, aber auch die FDP war es ja zwischendurch. Und wenn man sich dann mal die Zahlen anschaut, und ich sage noch mal, wer alles Bundesinnenminister war in den letzten 12 Jahren, Herr Schäuble, Herr de Maizière, Herr Friedrich und noch mal Herr de Maizière. Und unter allen ist ein Personalabbau bei der Bundespolizei vorgenommen worden. Ich kann Ihnen die Zahlen dazu gerne gleich noch mal vorlegen. Und es ist einfach verlogen, wenn Sie sich hier rausreden und sagen, das stimmt so nicht. Wie gesagt, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Und dann ist auch klar, wenn man Personal abbaut, nicht nur nicht mehr Personal einstellt, sondern Personal abbaut, ist doch wohl klar, dass es irgendwann eine Fehlentwicklung geben muss. Und die sehen wir eben gerade ganz deutlich. Und die kommen eben auch hier in Nordrhein-Westfalen so an. Und ich will da noch mal was sagen, Herr Lübcke, zu dem SPD-Antrag, den ich richtig finde und den ich gut finde. Herr Lübcke, wenn Sie sagen, dass in der Vergangenheit Herr Jäger zu bestimmten Sachen, zu Angelegenheiten der Bundespolizei nicht Stellung nehmen wollte, dann ist das die eine Sache und dann, ach, da sind Sie, Herr Lübcke, ich habe Sie gerade gesucht. Dann ist es ja auch richtig, wenn der Innenminister nicht sozusagen zu den inneren Angelegenheiten der Bundespolizei Stellung nimmt. Aber hier in dem Antrag geht es doch darum, dass der Landesinnenminister Herbert Reul mit CDU-Parteibuch, mit seinem Kollegen in Berlin, dem Bundesinnenminister ebenfalls mit einem CDU-Parteibuch ausgestattet, redet darüber, wie die Personalsituation bei der Bundespolizei in Nordrhein-Westfalen ist. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist nicht zu viel verlangt. Ich finde, der Arbeitsauftrag an Herrn Reul ist eigentlich ziemlich klar. Und da erwarte ich auch, dass entsprechende Gespräche geführt werden, insbesondere wenn Herr Laschet immer sagt, dass er hier Nordrhein-Westfalen im Bund wieder vertreten und stark machen will. Dann erwarte ich auch, dass er liefert, dass ein Innenminister liefert und dass das dazu führt, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen mehr Personal bei der Bundespolizei bekommen. Applaus